Auf eine Tasse Kaffee mit Jan Schmiedl. Dein Podcast mit alltagstauglichen Tipps und Impulsen für dein persönliches Wachstum. Ein Interview. Ein Interview mit Dirk Oliver Lange. Warum Emotionen gerade jetzt so wichtig sind. Moin aus Hamburg. Mein Name ist Jan Schmiedl und ich trinke gerne Kaffee. Ja, heute habe ich die große Ehre, ich darf heute ein Interview führen mit Dirk Oliver Lange. Dirk Oliver Lange möchte ich euch kurz vorstellen. Er ist Vortragsredner, Buchautor und Mentalcoach. Sein Fachgebiet liegt in der Emotion und im Persönlichkeitserfolg. Moin Dirk Oliver, magst du dich auch kurz vorstellen oder Tag sagen? Hallo Jan, schön, dass du hier bist. Ja, ich mag sehr gerne Tag sagen. Vielen Dank, freue mich sehr. Ja, anmoderiert hast du mich schon. Also ich bin Mentalcoach für Emotionen und Persönlichkeitserfolg. Also hier geht es rein um das, was du wirklich für dich möchtest, was du für dich im Leben erreichen möchtest. Nicht das, was dir von anderen von außen her gespiegelt wird oder vorgegeben wird, sondern in meiner Arbeit geht es ausschließlich um dich und darüber schreibe ich Bücher, darüber halte ich Vorträge und bin damit sehr glücklich. Jetzt redest du die ganze Zeit von mir, ich hoffe, du coachst mich jetzt nicht. Nein, wir wollen ein Interview führen. Dirk, was ist so, auf welche Menschen hast du dich spezialisiert? Wen coachst du am liebsten, am besten? Also spezialisiert mit meiner Akademie in Hamburg habe ich mich auf Führungspersönlichkeiten, auf Unternehmer und auf Personen des öffentlichen Lebens. Darunter fallen also Künstler, Schauspieler, Moderatoren, alles, was da in dieser Berufsgruppe dazugehört. Bin natürlich aber prinzipiell für jeden erreichbar, der meine Leistung in Anspruch nehmen möchte. Für mich geht es darum, dass ich Menschen begleiten darf, die den ersten Schritt schon gegangen sind, die für sich selber bemerkt haben, da gibt es noch mehr im Leben und das würde ich gerne herausfinden, das würde ich gerne erreichen. Und dann komme ich ins Spiel, dass ich dann die Begleitung in dem Sinne bin. Also Menschen, die für sich eine Entscheidung getroffen haben in ihrem Leben. Ja, sie müssen noch gar keine Entscheidung getroffen haben, weil wenn sie die getroffen hätten, dann wären sie ja schon so weit, dass sie alleine gehen könnten, sondern das ist eher, es ist eher so ein Gefühl. Ne? Also die Menschen sitzen hier bei mir, die Klienten sitzen bei mir und sprechen in erster Linie erstmal von einem Gefühl. Von einem Gefühl, dass das noch nicht alles im Leben sein kann, dass sie doch nicht bis an ihr Lebensende so einen 9-to-5-Job machen können, dass ihr Leben doch nicht daraus bestehen kann, nur ein- oder zweimal im Jahr in Urlaub zu fahren, dass das Leben nicht daraus bestehen kann, die ganze Woche zu arbeiten und am Wochenende frei zu haben und einfach das Leben zu hinterfragen und sich auf eine Ebene, auf die nächste Ebene zu begeben und da sagen, da gibt es noch mehr im Leben als das, was ich bisher kenne. Jetzt schieße ich mal so ins Blaue. So als Coach, ich bin ja auch einer, da gibt es ja irgendwann im Leben ja die Entscheidung, jetzt will ich Coach werden. Wie ist das so bei dir gewesen? Wann hast du denn die Entscheidung getroffen, Coach zu werden? Oh, das ist eine, wie viel Zeit haben wir? Das ist eine längere Geschichte. Ich mache die Geschichte mal kurz. Die Entscheidung ist gefallen, als ich in Spanien gelebt habe. Ich habe einige Jahre dort auf der Insel Mallorca leben dürfen. Und interessanterweise in einem Moment, wo ich etwas ganz anderes gemacht habe, wo ich auch mit Menschen arbeiten durfte. Ich hatte dort eine VIP-Gästebetreuung, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat, weil mein Business rein daraus bestand, und das ist jetzt das Interessante zu dem, was ich heute tue, nämlich rein aus dem Bestand, Emotionen zu vermitteln.
Also ich hatte nichts Negatives in meinem Business, sondern es ging darum, Ausflüge zu organisieren, Restaurantbesuche zu organisieren, Yachten zu chartern, Helikopter zu chartern und lauter glückliche Gäste um mich herum zu haben. Das war mein höchster Anspruch. Und deswegen hat mir das Ganze auch so Spaß gemacht. Und jetzt ist es so, dass wir alle unser Päckchen zu tragen haben. Und durch diese Verbundenheit zu meinen Kunden, wenn man dann tatsächlich, hört sich jetzt dekadent an, aber es waren einfach so Situationen, wenn man dann sehr glücklich auf so einer Yacht in so einer Bucht sitzt, fingen meine Kunden plötzlich an zu reden. Und erzählten mir sehr intime Dinge oder die Dinge, die sie bedrückten. Und am Anfang konnte ich damit nicht umgehen, weil ich dachte, ist ja eine harmonische Stimmung, gehst du mal nicht drauf ein, überspielst das Ganze mal oder dies oder jenes und saß dann abends aber trotzdem bei mir zu Hause. Und es hat mich nicht losgelassen, was die mir erzählt haben. Und irgendwann klackerte es, dass offenbar da meine Begabung liegt, Menschen zuhören zu können, sehr aufnahmefähig zu sein, sehr schnell analysieren zu können und dementsprechend eine Hilfestellung zu geben. Jetzt hat natürlich nicht jeder von uns einen wunderbaren Moment auf so einer schönen Yacht in einer Bucht zu sein und auf einmal macht's klack oder abends macht's klack. Als du die Entscheidung getroffen hast, Coach zu werden, ging das auch mit der Entscheidung einher, dass du sagst, ja, Persönlichkeitsentwicklung ist für mich total wichtig? Oder wann ist dieser Punkt in dein Leben getreten? Also Persönlichkeitsentwicklung ist das Wichtigste überhaupt. Ne, wir haben so viele, ich sag mal, unzufriedene Menschen, die aber nicht aus dem Quark kommen. Und sie kommen darum nicht aus dem Quark, also ins Tun, weil sie nicht bereit sind, in sich selbst zu investieren. Das ist der knackende Punkt. Sie sind bereit, in alles Mögliche zu investieren. Da wird in einen neuen Fernseher investiert, obwohl man vor 2 Jahren erst einen gekauft hat. Es wird in Autos investiert, es wird in Kleidung investiert, aber in die eigene Persönlichkeit sind die wenigsten Menschen bereit zu investieren. Und die, die es tun, die entwickelt tatsächlich ihre Persönlichkeit und kommen in einen ganz anderen Status ihres Lebens und da geht's auch weiter. Also ich selber investiere jedes Jahr einen fünfstelligen Betrag in meine persönliche Weiterentwicklung. Also ihr könnt das jetzt nicht sehen, ja, weil das kein Videopodcast ist, aber der Dirk Oliver ist gerade richtig in Energie gegangen, also richtig emotional geworden. Ist ja auch unser Thema, ne, warum Emotionen gerade so wichtig sind. Und das, was du mir gesagt hast, das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, ich habe das in einem deiner Bücher gelesen, der Jammerlappen-Express. Kann das sein? Jetzt führst du mich gerade aufs Glatteis. Ja, das kann gut sein. Ich kenne das ganze Buch jetzt nicht auswendig, auch wenn ich es geschrieben habe. Aber ich habe ja schon ein zweites geschrieben. Und ja, aber es wird sicherlich dort drin vorkommen. Ja. Ne? Also es geht wirklich um die Investition, um das Verständnis in die eigene Person. Wenn du dazu nicht bereit bist, dann höre ich quasi auf zu jammern, dass dein Leben nicht okay ist, weil dann bist du auch nicht bereit, etwas zu ändern. Jetzt kennen wir uns schon ein paar Tage und haben auch ein paar Gespräche geführt und mich würde einfach mal interessieren, als für dich das Thema Persönlichkeitsentwicklung aktuell wurde oder du angefangen hast, darin zu arbeiten, da habe ich jetzt ja eine große Frage mit 2 Unterfragen. Und zwar, was hast du alles gemacht? Was hat geklappt und was hat nicht geklappt? Was hat geklappt, was hat nicht geklappt? Also, ich habe begonnen, wie gesagt, als ich noch in Spanien lebte, als ich dort die Idee meines Unternehmens, meiner Akademie hatte. Ich habe unglaublich viel recherchiert erstmal, fast 2 Jahre lang. Die verschiedenen Coaching-Methoden, die es auf dem Markt gab. Ich habe auch damals immer schon viel gelesen. Ich habe die Literatur verglichen. Also es gibt ja viel von der amerikanischen Literatur, The Secret und das Gesetz der Anziehung und so weiter und so fort.
Alles gut, hat alles seine Berechtigung, wird aber lieben gern falsch verstanden, was da drin steht. Und was mich faszinierte, war die Frage, warum tun wir Menschen, was wir tun? Und über diese Frage bin ich auf die Hirnforschung gekommen, auf die Neurowissenschaft. Und die begleitet mich halt bis heute. Das heißt, also in das Coaching, das ich gebe, das Mentalcoaching, fließen immer die aktuellen Ergebnisse aus der Hirnforschung mit ein, weil es für mich also unglaublich spannend ist. Und wir Menschen brauchen immer so eine leichte Erklärung, warum was passiert. Und wenn ich mein Gehirn verstehe, wie das arbeitet, dann kann ich es auch anwenden. Und das ist das Interessante. Also ich breche die Hirnforschung, die Neurowissenschaft runter auf den verständlichen Teil, ja, gibt dem Ganzen einen kleinen Witz dabei und so verstehen wir das dann. Was hat nicht funktioniert? Ach, es hat eine ganze Menge nicht funktioniert, aus dem Grunde, weil ich gerade am Anfang versucht habe, andere zu adaptieren, aber meine eigene Persönlichkeit zu verlieren. Ja, das merke ich in unserem Job immer in dem Moment, wenn ich frisch gebackene Coaches treffe, die dann nach ihrem vermeintlichen Vorbild oder nach den Skripten arbeiten, die ihnen mitgegeben worden sind in der Ausbildung, die noch etwas gestelzt wirken. Ganz genau. Und ich habe es jetzt gerade noch mal so einen Schub bekommen, einen Verständnisschub. Ja. Dadurch, dass ich jetzt seit 2 Jahren auf der Bühne stehe, das ist so ein neuer Bereich für mich. Und natürlich guckt man sich erstmal die Branche an, man guckt, welche Kollegen da sind, man guckt, wie die Kollegen auftreten und so weiter und so fort. Und die Gefahr ist wirklich da, dass man sich sehr schnell versucht anzugleichen zu dem, was da ist, bis ich für mich ganz klar eine Entscheidung getroffen habe, bei mir zu bleiben. Ich bin so, wie ich bin. Ich bin kein lauter Mensch. Ich bin kein hektischer Mensch. Ich rede auch nicht über Verkaufen auf der Bühne oder dergleichen, weil das ist einfach nicht mein Segment, nicht mein Bereich, sondern ich kenne mich in dem Bereich Emotionen und Persönlichkeitserfolg aus. Und da sind in meinen Vorträgen es durchaus auch mal die leisen Töne, die das Publikum unglaublich bewegen. Die leisen Töne, da komme ich ja ganz stark wieder auf Gefühle, Intuition, Emotionen hin. Das sind ja so aus meiner Erfahrung her, vielleicht siehst du es ja genauso oder auch anders, die Momente, in denen unser Unterbewusstsein oder unser ja wirklich mit uns spricht. Und die lauten Töne sind eher die im Bewusstsein sind. Und so egotechnisch oder die ganzen Manipulationen von außen. Als du dich dem Thema Emotionen zugewandt hast, also wirklich für dich zugewandt hast, hat sich dein Leben dadurch positiv verändert? Definitiv. Weil ich glaube, es kennen ganz viele noch diese Aussage, die sich einfach unheimlich lange als Glaubenssatz hielt, Emotionen haben im Job nichts zu suchen. Mhm. Da gibt es eine ganze Generation, die damit groß geworden ist. Und mittlerweile ist bewiesen, wissenschaftlich bewiesen, dass jede Entscheidung, die wir treffen, auf einer Emotion beruht. Und erst im Nachhinein setzen wir eine logisch-rationale Begründung dazu. Was bleibt ist, dass wir denken, es ist gerade logisch-rational gewesen. Nein, jede Entscheidung, die wir treffen, ob im Business oder privat, hat eine emotionale Basis. Und daher ist es so wichtig zu wissen, was fühle ich, wie fühle ich, warum fühle ich, weil sich auch das Denken daraus abbildet. So eine Entscheidung zu treffen oder auch die Emotionen kennenzulernen und auch in sein Business einfließen zu lassen, das war ja auch, ich sag mal, ein Learning für dich über die Zeit. Gibt es eine Persönlichkeit oder eine Person oder mehrere Personen, die dir wirklich geholfen haben bei deiner Entwicklung, also die dich unterstützt haben? Es gibt eine ganze Menge Kollegen, ob jetzt im
Also du darfst Namen nennen. Ja. Im Coaching-Bereich oder im Vortragsbereich. Das, was Tobias Beck macht zum Beispiel, finde ich recht gut. Er hat einen unglaublich guten Weg gefunden, das Ganze zu transportieren und dann auch seine Zielgruppe zu finden. Alexander Hartmann finde ich großartig. Werde ich sicherlich auch von den beiden noch die verschiedenen Seminare besuchen. Christian Bischoff hat unglaublichen Erfolg mit dem, was er tut. Nun habe ich meine Ausbildung bei Hermann Scherer gemacht, also auch Hermann Scherer habe ich natürlich sehr genau studiert und ja, und mir quasi von allen, und da kommen noch viele weitere dazu, aber von allen habe ich mir für meine Entwicklung etwas rausgenommen, was für mich passt und was ich anwenden möchte, wie gesagt, umgemünzt, aber auf meine Persönlichkeit, auf meinen Anspruch, wie ich das Ganze transportiere. Das finde ich derart spannend, wenn du das sagst. Du hast ganz viele Erfahrungen in deinem Leben gemacht und hast dann dir wie so ein Puzzle einzelne Teile genommen und für dein Leben zusammengesteckt. Genau. Ist das vielleicht auch eine Erfahrung, die in dein Coaching zum Thema Persönlichkeitsentwicklung oder das Beste in den Menschen sichtbar machen, dass du das mit einfließen lassen kannst, dass du den Menschen also nicht fanatisch nur in eine Richtung gehst, sondern dass du ganzheitlich dann auch mal hinguckst und verschiedene Puzzleteile mit ihnen findest? Das ist das Spannende an meiner Arbeit, denn die Klienten, die zu mir kommen, da besteht ja diese Orientierungslosigkeit. Und das ist wie, in der Tat, das ist ein schönes Beispiel, das ist wie ein Puzzle. Die Klienten kommen mit einem Puzzle zu mir, das eine hat vielleicht 1000 Teile, das andere 5000 Teile, das andere 10.000 Teile und schütten dieses Puzzle hier auf dem Tisch aus. Und wir beide fangen an zu puzzeln unter professioneller Leitung. Also nicht auf Glück, sondern sehr genau, wenn man das und das aneinander setzt und mit Informationen aus der Vergangenheit, Informationen aus der Gegenwart. Und so setze ich ganz langsam das Puzzle zusammen und das Ende ist halt der Persönlichkeitserfolg, weil der Persönlichkeitserfolg beschreibt halt den Erfolg deiner eigenen Persönlichkeit, nicht der stigmatisierte Erfolg, der da draußen vorgegeben wird. Mhm. Sondern das, wo du dich wirklich glücklich fühlst. Jetzt ist Persönlichkeitsentwicklung ja ein Prozess. Gut, jetzt reden hier wieder zwei Coaches. Die meisten der Zuhörer werden höchstwahrscheinlich keine Coaches sein. Also, sag mal. Ja, aber das ist für uns wichtig. Lebensweg. Weil viele denken, Persönlichkeitsentwicklung geht schnell. Genau, nein. Zauberei. Geht nicht schnell. Ich gehe jetzt mal davon aus, so wie ich dich kennengelernt habe, bei dir ist die Persönlichkeitsentwicklung ja auch noch nicht abgeschlossen. Die wird auch bis zum Ende nicht abgeschlossen sein. Nur der Weg, den du bis jetzt gegangen bist, um einfach auch mal den Zuhörern da draußen mal was mitzugeben, die vielleicht wenig mit Persönlichkeitsentwicklungen in Kontakt gekommen sind oder mal irgendein Selbsthilfebuch kurz reingelesen haben oder durchgelesen haben. Wo hat dir deine individuelle Persönlichkeitsentwicklung als Unternehmer mal weitergeholfen? Eine gute Persönlichkeitsentwicklung hilft dir immer dann weiter, wenn du an einem Punkt in deinem Leben angekommen bist, wo es dir gerade nicht so gut geht. Mhm. Wenn alles zusammenzubrechen scheint, wenn ein Schicksalsschlag dem anderen folgt, dann ist eine gute Persönlichkeitsentwicklung ganz wichtig und wertvoll, um dich da halt wieder rauszuholen, damit du nicht in so ein negatives Gedankenmuster kommst, die Chancen und Möglichkeiten, die auch dann in dem Moment da sind, gar nicht siehst. Und das ist immer das Interessante. Unsere Möglichkeiten, unsere Chancen sind immer da. Nur in so einer Situation, wo es uns schlecht geht, wo wir vielleicht am Boden zerstört sind,
haben wir nicht die Möglichkeit, es zu sehen. Und genau deshalb ist es wichtig, in dem Zeitpunkt auch immer Hilfe anzunehmen. Mhm. Denn da kriegen wir die Impulse. Ich möchte mal ein ganz einfaches Beispiel geben, was nun tagtäglich an der Tagesordnung steht, dass ein Mensch seinen Job verliert, wenn er angestellt war. Und der erste Impuls ist, oh Gott, die ganze Welt bricht zusammen, ich bin arbeitslos, jetzt rutsche ich in Hartz IV, wie soll es weitergehen und so weiter und so fort. Und das macht wahnsinnig Spaß, mit diesen Menschen durchaus auch mal herauszuarbeiten und sich dafür zu bedanken, dass sie gerade gekündigt wurden. Weil sie haben jetzt die große Möglichkeit, die sie vielleicht sonst nicht ergriffen hätten, das zu tun, was sie wirklich im Leben tun wollen. Jetzt reden ja ganz viele Menschen da draußen von Realität. Also ich muss meine Miete bezahlen, ich muss meine Versicherung bezahlen, ich habe da noch eine offene Rechnung und so weiter und so fort. Und ich erlebe das immer wieder auch in meinen Coachings, dass natürlich dann, wenn ich sage, ja, aber du hast ja jetzt die große Chance, etwas zu tun, dass ich da wirklich auf Widerstände stoße. Mit wirklich auch sehr klugen und natürlich auch überhaupt nicht realitätsfremden Argumentationen, wie wer zahlt meine Miete. Ne? Wie machst du Menschen wirklich klar in diesen Momenten, wo es, ja, ich sag mal, oh Gott, jetzt hätte ich fast ein Wort gesagt, da wäre bei iTunes jetzt wieder so ein großes E für fürchterliches Wort gefallen. Also wenn man das musst du mir da ja mal verraten, welches das mir gewesen wäre. Man darf zum Beispiel nicht beschissen sagen, jetzt ist es eh da. Also in so einer beschissenen Situation wirklich positiv wieder ins Leben zu gehen. Da würde ich dich erstmal fragen, was ist denn tatsächlich Realität? Weil die Realität, die du meinst, wird von den Menschen selber geschaffen. Jeder Mensch schafft sich seine eigene Realität durch das, was er denkt und durch das, wie er handelt. Und da hat zum Beispiel der Alexander Hartmann das auf eindrucksvolle Weise bewiesen, dass er hat Menschen aus dem Flugzeug springen lassen, die am Boden nicht mehr wussten, dass sie gesprungen sind. Im Umkehrschluss hat er so auf das Unterbewusstsein eingewirkt von jemand, der am Boden war, dass der gedacht hat, er wäre gerade aus dem Flugzeug gesprungen. Und das ist so unglaublich spannend, wie wir auf unser Unterbewusstsein einwirken können. Und diese Realität, ich muss, das sind nur in dem Sinne, das sind die eigenen Glaubenssätze. Das ist genau das Leben, was wir bis zu diesem Zeitpunkt greifen können. Was wir für unser Leben halten. Und danach richten wir uns aus. Ganz einfaches Gedankenbeispiel, auch für die Hörer, das können Sie mal machen, wenn Sie zum Beispiel sagen, ich würde gerne mal einen Monat aussteigen und irgendwo in Thailand am Strand so eine kleine Beachbar betreiben, mit den Füßen im Sand stehen. Können Sie es oder können Sie es nicht? Und dann geht die Argumentation der eigenen Realität sofort los. Nee, es geht ja nicht, ich muss ja arbeiten, ich muss ja Geld verdienen, ich muss ja meine Wohnung, ich muss ja dies. Nein, die Realität ist, wenn Sie es wollten, könnten Sie es tun. Es würde sich für alles, wirklich für alles, eine Lösung anbieten. Man könnte die Wohnung untervermieten, man könnte sich einen Monat vom Arbeitgeber freistellen lassen, man könnte, was weiß ich, es würde funktionieren. Da gibt's ja so einen tollen Spruch, ich weiß gar nicht, von wem der ist, ne? Wer will, findet Lösungen, wer nicht will, findet Ausreden. Mhm. Wird ganz häufig zitiert oder angewandt, auch bei uns in der Sparte. Das Thema Realität und Realitätswahrnehmung ist natürlich super spannend. Da können wir wahrscheinlich ja noch einen zweiten Podcast füllen. Einfach nur mit diesem Thema. Hier geht's heute, warum heute die Emotionen so wichtig sind. Also gerade jetzt, wenn du hast am Anfang etwas über Entscheidungen gesprochen. Also wenn wir Entscheidungen treffen, ist es immer auf einer emotionalen Basis. Ich habe dich so verstanden, dass du das mittlerweile sehr bewusst machst. Auch jeden Tag. Deswegen ist es einfach mal spannend zu erfahren,
Wie machst du das? Also wenn du vor Entscheidungen, hast du da eine bestimmte Strategie zu sagen, okay, wie höre ich jetzt auf mein Bauchgefühl oder wie höre ich? Ja, da gibt es für jeden seinen eigenen Weg. Das ist mir ganz wichtig. Da gibt es keine, also was oft fällt, ist das Thema Morgenritual. Es gibt aber nicht das Morgenritual, sondern das Morgenritual, was für dich sinnvoll ist. Das gilt es herauszufinden und das dazu machen. Ich habe zum Beispiel eins übernommen, wo ich unglaublich erfolgreich mit bin, für mich selber. Ja, Erfolg definiert in der Persönlichkeitsentwicklung. Das habe ich auch von dem Alexander übernommen. Und ich notiere mir jeden Morgen meine 4 größten Ziele 4-mal hintereinander in einem Buch. Jeden Tag. Und am Abend ergänze ich es doch mit den 3, 4 oder 5 Dingen, die heute besonders positiv waren. Deine 4 größten Ziele generell, also ich rede mal so 3, 4, 5 Jahre Ziele oder die Ziele, die du an dem Tag erreichen möchtest? Die Ziele generell. Ah, die Ziele generell. Da steht dann zum Beispiel ein besonderer Umsatz oder ein besonderer PKW oder eine besondere Reise oder viele Menschen zu erreichen, um das Beste in ihnen sichtbar zu machen, so und so viele Vorträge, was bei jedem dann auch steht. Und unterstreichen kann man das und das hat wirklich mich sehr bewegt. Das hätte ich selber in dem Moment nicht für möglich gehalten. Das ist die eigene Bucketlist zu schreiben, die eigene Löffelliste zu schreiben. Also die 100 Dinge, die du noch erleben willst, bevor du den Löffel abgibst. Und sich damit zu beschäftigen, das wirklich zu protokollieren, 100 Dinge, die du noch erreichen willst, sich dafür Zeit zu nehmen, 3 bis 4 Stunden, dadurch manifestiert sich so unglaublich viel und es setzt sich unglaublich viel in Bewegung, dass wir Dinge hinterfragen. Und darum geht es ja. Und wir leben in einer so spannenden Zeit. Es passieren Sachen, wo wir vor 3 Jahren, 5 Jahren noch gesagt hätten, das wird niemals passieren. Die passieren jetzt. Ne? Fangen wir mal an von den digitalen Nomaden, die entscheiden, wo sie arbeiten und leben wollen auf dieser Welt. Ne? Gucken wir uns die ganze Generation Y an, die aufgestanden ist, und gesagt hat, liebe Unternehmen, das, was ihr uns anbietet, das ist nicht unser Leben. Das wollen wir nicht. Wir wollen keinen 9-to-5-Job. Wir wollen etwas Neues, wir wollen etwas Anspruchsvolles. Wir möchten uns einbringen, wir möchten, dass ihr euch einbringt. Und was ist das für eine riesige Bewegung? Die Unternehmen waren da und die Personalentscheider waren, sagen wir mal, einfältig, weil sie gesagt haben, warum sollen wir uns auf Bewerbersuche geben, weil draußen vor der Tür stehen genügend. Und irgendwann sind sie mal aufgestanden, weil sie gemerkt haben, da draußen steht niemand mehr. Und alleine dieser Umkehrschluss, dass jetzt mittlerweile Unternehmen auf die Suche nach passenden Bewerber gehen und Bewerber sagen, vielen Dank, aber diese Unternehmensphilosophie genügt mir nicht, das ist nicht das, was ich möchte im Leben. Das ist ja ein unglaublicher Wandel. Und da passiert mittlerweile fast täglich irgendwo etwas Neues. Wow. Also ich merke schon, wenn wir beide so ein Gespräch führen, wir können total lange über ganz viele Themen sprechen, weil auch dieses Thema mit Bewerben, Bewerber, wie sieht der Job der Zukunft vielleicht aus? Ist natürlich etwas, da können wir beide, glaube ich, super philosophieren. Da sind mir auch gerade schon wieder ein paar Impulse gekommen, ein paar Gedanken gekommen. Das Wichtige ist ja die Frage, und die steht einfach ganz am Anfang, die auch für die Hörer hier wichtig, am wichtigsten ist. Die Frage nach dem Warum. Was will ich wirklich im Leben? Warum will ich das? Das sind starke Emotionen, nicht wahr? Ganz genau. Warum will ich das wirklich? Und wenn man das halt nicht mal so im Vorbeigehen macht, sondern wenn man das geführt macht mit einem Profi, mit einem Experten,
Und man weiß, man ist in einem geschützten Raum, man kann auch die Emotionen zulassen. Also ich kann dir sagen, dass viele Klienten, und das ist gut so, in dem Moment in Tränen ausbrechen, weil sie seit langer, langer Zeit das erste Mal ehrlich zu sich sind. Und das, was sie tun, nicht das ist, was sie wirklich tun wollen. Mhm. Und sie einen Zugang zu sich selber schaffen und sie dürfen ihr weinen, das kriegt draußen keiner mit. Und es ist ein unglaublicher Mehrwert. Das ist auch der Grund, warum ich in meiner Akademie zum Beispiel anbiete, ein kostenfreies Informationsgespräch zu machen. Da nehmen die Teilnehmer schon so viel Mehrwert mit, weil wir genau diese Frage stellen. Was willst du im Leben und warum? Und die Klarheit, die sie schon bekommen, nicht bis ans Ende, aber für den Anfang, höre ich immer wieder von Teilnehmern, die dabei waren, die es in Anspruch genommen haben, nur alleine dieses erste Gespräch. Da bin ich schon nach Hause gekommen und habe gedacht, ich bin schon in einer anderen Welt, ich bin schon ein anderer Mensch. Ne? Und das war dann auch der Impuls zu sagen, ich kann es fühlen. Ich kann es fühlen, dass da noch mehr ist in meinem Leben. Und genau deswegen gehe ich diesen Weg und mache dieses Coaching. Weil was ich sehr schade finde, was viel zu viel vergessen wird, wir haben kein zweites Leben im Schrank. Stimmt. Und jeden Tag, der vorbeigeht, wo wir nicht so leben, wie wir leben wollen, ist ein verlorener Tag. Das ist genauso wie ich ganz klar, und das sage ich auch auf der Bühne, jeden Tag, wo ich nicht mindestens einem Menschen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert habe, ist ein verlorener Tag. Damit hast du jetzt einen gewonnenen Tag, ich lächle nämlich. Dirk, bevor wir so ganz langsam mal zum Ende kommen, hast du noch einen Impuls für die Zuhörer, so einen alltagstauglichen Impuls, wie sie zu ihren Emotionen kommen, vielleicht? Ich denke, den wichtigsten Impuls, den es überhaupt geben kann, fangt an, eure Gefühle schriftlich zu notieren. Macht es nicht im Kopf aus. Da haben wir wieder die Hirnforschung, warum das nicht funktionieren kann. Ne? Wenn ich alleine nur Zahlen nenne, dass wir zwischen 40 und 70.000 Gedanken pro Tag haben, das ist eine unglaubliche Menge. Wir treffen mehr als 50.000 Entscheidungen. Pro Sekunde nehmen wir mehr als 2.000 Impulse über unsere Sinnesorgane aus. Und was macht unser Gehirn? Nicht, es verarbeitet die Informationen, sondern es sortiert aus. Nur ungefähr 7% von diesen Informationen aus jeder Sekunde werden überhaupt verarbeitet. Das heißt, unser Gehirn entscheidet völlig eigenständig, was wichtig ist und was unwichtig ist. Und wie entscheidet es das? Aus den Informationen, die du ihm vorher gegeben hast, nämlich deine Entscheidung, warum Ziele im Leben wichtig sind. Und das läuft im Unterbewusstsein ab. Das heißt, das Gehirn sortiert Informationen aus, die für dich, für deine Entwicklung wichtig gewesen wären, aber du hast es ihm nicht gesagt. Und deswegen sortiert das Gehirn das aus. Und wenn man das einmal verstanden hat, wie das Gehirn funktioniert, auf ganz einfache Art und Weise, dann weiß man auch, warum eine Zieldefinition so unglaublich wichtig ist. Warum Dinge aufzuschreiben so unglaublich wichtig sind. Warum, ich erkläre sehr genau den Realitätskreislauf. Warum wir tun im Leben, was wir tun. Das kann man sehr genau beschreiben. Und wir können auch sehr genau beschreiben, wie wir in die einzelnen Bereiche unseres Unterbewusstseins zugreifen können. Der Alexander Hartmann benutzte eine unglaublich interessante Metapher, die es so schön visuell darstellt. Wenn wir uns vorstellen, dass unser Unterbewusstsein ein Elefant ist, 4 Tonnen Lebendgewicht, und jeder weiß, wie ein Elefant sich bewegt, dass er immer gerne auf dem gleichen Pfad bleibt, dass er so ganz langsam in Bewegung kommt, den bringst du auch so schnell nicht in eine andere Richtung. Und der Elefant ist unser Unterbewusstsein. Und der Reiter, der oben drauf sitzt, das ist unser Bewusstsein. Und
Bei diesem Beispiel wird, glaube ich, jedem klar, wenn der Elefant nach links will und der Reiter nach rechts, dann gehen wir nach links, weil unser Unterbewusstsein so mächtig ist. Das war eine schöne Metapher. Ich verwende immer U-Boot und Schnellboot, aber Elefant ist auch toll. Wirklich, wirklich gut. Bei mir etwas anders besetzt, weil ich mit Elefanten eine Vorgeschichte habe. Meine Mutter sammelt gerne Elefanten. wenn ich dich erreichen möchte, dann erreiche ich dich über deine Webseite, oder? Über meine Webseite, ganz genau, über meine Akademie. Ich bin unglaublich einfach zu finden, über Google einfach meinen Namen eingeben, da bekommt ihr alle Informationen. Ansonsten direkt über die Live Be Akademie für Persönlichkeitserfolg und Unternehmensführung hier in Hamburg. Da stehen alle Telefonnummern drauf. Ansonsten bei Facebook, Instagram, Twitter, überall vertreten. Gut. Ich werde natürlich in die Shownotes noch die Webseite reinschreiben und falls ihr Interesse daran habt, einmal eines der Bücher von Dirk Oliver zu lesen, werde ich die Links in die Shownotes auch reinsetzen zu Amazon. Dann könnt ihr euch die Bücher mal anschauen, beziehungsweise ihr könnt sie euch kaufen. Ich habe sie gelesen und ich war emotional sehr berührt, muss ich sagen. Und ich habe auch selber noch für mich sehr viel mitgenommen, obwohl ich glaube, in meiner Coaching-Laufbahn an die 5000 Bücher gelesen habe zu den Themen. Und also das ist übertrieben, 5000 waren es nicht. Waren 6. Ja, 6000, genau. Also ich empfehle absolut aus meinem Herzen heraus auch die Bücher von Dirk Oliver Lange, vor allen Dingen auch den Jammerlappen-Express. Ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Buch. Ich habe es sehr gerne im Zug gelesen. Und Welche gute Verbindung. Ja, ich würde auch gerne gleich hier für dieses Interview einen kleinen Mehrwert bieten. Oh, super. Denn das war nicht abgesprochen. Ihr merkt es ja, ich bin mitten in der Verabschiedung. Denn auf der Website, auf meiner Website der Akademie, könnt ihr euch kostenfrei 3 Audiokapitel aus dem Buch Jammerlappen Express runterladen, weil es ist dazu auch das passende Hörbuch erschienen. Völlig kostenfrei, das ist fast eine Stunde aus dem Hörbuch. Ihr bekommt einen guten Einblick zu meiner Geschichte und zwei weitere Kapitel. Jetzt machen wir das vor. Nur die Buchstaben umdrehen, dann klappt das auch wieder mit der Kommunikation. Wo wir wieder bei Realität sind. Ganz genau. Also das möchte ich euch gerne geben. Ladet euch das Ganze runter, ist kostenfrei und sicherlich sehr interessant. Super, danke schön. Also ich sag von Herzen danke. Und ja, möchtest du noch was zum Abschied sagen, bevor ich Tschüss sag? Also ich danke dir, dass du hier warst. In der Tat, wir könnten jetzt noch Stunden weiterreden und jetzt auch gar nicht unbedingt, weil wir beide Coaches sind, sondern weil es um das Thema Emotion geht und das Thema Emotion betrifft jeden. Völlig egal, ob ich Geschäftsführer bin, ob ich Millionär bin, ob ich Hartz-IV-Empfänger bin. Und ich kann nur sagen, lebt euer Leben, beschäftigt euch mit euch. Wir haben Möglichkeiten, wo ihr kostenfrei im Internet so viele Informationen für die persönliche Entwicklung bekommen könnt. Die einzige Aufgabe, die ihr habt, ihr müsst es tun, weil ansonsten passiert gar nichts. Aber geht diesen Weg, der lohnt sich, denn da draußen wartet wirklich noch so viel Gutes auf euch. Das ist ein starker Satz zum Ende des Interviews. Ja, wir sind heute zu Ende oder am Ende, nein, sind wir beide noch nicht, aber wir sind am Schluss dieses Interviews. Von mir nochmal die Bitte an euch, wenn ihr den Podcast hört und der gefällt euch, bitte helft mir dabei, noch viel mehr Menschen zu erreichen. Gebt mir eine gute Bewertung bei iTunes. Teilt den Podcast auf den Kanälen, wo ihr es hört. Ihr könnt dadurch eventuell auch anderen Menschen auch was Gutes tun und ihnen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern und einen gewonnenen Tag zusätzlich gewinnen.
Ich freue mich darüber und ja, trinke jetzt noch den Rest meines Kaffees. Der ist, weil ich so toll zugehört habe, schon ein bisschen kalt. Und mir bleibt nur noch zu sagen, bis dann, der Jan.